Das ging ja ganz gut ab beim Wetter jetzt in den letzten Tagen. Also von über plus 10 Grad im Süden Deutschlands bis mittlerweile unter minus 10 Grad in einigen Frostlöchern. Und der Winter hat ja seit Wochenmitte jetzt ganz schön reingehauen. Also hier zum Beispiel gab es in einigen Regionen, speziell in der Mitte und auch im Süden Deutschlands, Neuschneemengen von stellenweise über 20 Zentimetern mit entsprechenden Behinderungen. Und vorher gab es auch noch in einigen Regionen gefrierenden Regen, stundenlangen Eisregen. Da gab es also zuerst die Eisschicht und dann folgte darauf der Schnee und entsprechend groß war eben auch das Chaos auf Straßen und Wegen. Kalt und glatt bleibt es auch jetzt noch übers Wochenende, aber eben einfach nur kalt. Und das zeigt jetzt die Wetter- und Temperaturkarte von Europa. Und da sehen wir, dass wir hier mittendrin noch in dieser nordeuropäischen Kaltluft liegen. Und jetzt am Wochenende wird sich bei uns kurzfristig mal ein Hochdruckgebiet in der kalten Luft entwickeln, bevor dann, Spoiler, zum Sonntag und zum Montag schon wieder die nächste Milderung sich ankündigt, die dann wieder dieses bisherige Winterwetter eben vertreiben wird. Bis es aber soweit ist, kriegen wir am Sonntag quasi die Taste gedrückt, und zwar die Frosttaste. Es geht in einigen Regionen in der Mitte und im Süden mit unter minus 15 Grad los. Da, wo also der Schnee jetzt frisch gefallen ist, da kühlt es sich besonders stark aus. Weiter im Norden ist es schon mal milder, und das entscheidet auch beim Wetter so über Sonne und Nicht-Sonne. Also im Süden ist es, da wo es besonders frostig ist, auch tagsüber klar, weitgehend klar, nur stellenweise halten sich mal Nebelschwaden und Wolken, aber ansonsten schönes Wetter mit Sonnenschein und blauem Himmel. Je weiter es nach Norden geht, umso mehr Wolken sind unterwegs, und die sorgen vielleicht in Ostseenähe hier und da für ein Gemisch aus Schnee und Regen. Glatt und kalt ist es während des Tages eigentlich noch fast überall. Die Temperatur liegt tagsüber so zwischen minus 3 und plus 3 Grad. Nur unter den Wolken im Norden, wo der Wind schon ziemlich böig aus Südwesten weht, ist es etwas milder, speziell an der Nordseeküste mit Spitzenwerten von bis zu 6 Grad. Unsere mildeste Ecke am Samstag sind Sylt, Borkum und Helgoland. Am Sonntag geht die Milderung so ein bisschen weiter. Noch ist es natürlich morgens und vormittags kalt, aber tagsüber bläst eben mit einem schon fast überall eben recht böigen Südwestwind die etwas mildere Luft hinein. Und das bedeutet im Süden noch manchmal etwas Sonnenschein mit einigen Wolkenfeldern. Weiter im Norden, in der Mitte und im Norden überwiegen diese Wolken. Regen oder Schnee fallen aber nur ganz selten. Und die Temperatur erreicht dann nach dem kalten Start tagsüber Werte zwischen minus 1 und plus 4, plus 5 Grad. Und im Nordwesten und an der Nordseeküste können 6, eventuell auch 7 Grad erreicht werden. Und speziell dort an der Nordseeküste, da dreht der Wind im Tagesverlauf ordentlich auf, bläst mit Sturmstärke und in den Abendstunden möglicherweise auch mit schweren Sturmböen von über 100 km/h. Und diese heftigen Sturmböen breiten sich auch zum Wochenbeginn bei uns im restlichen Deutschland aus und fegen quasi mit diesen Sturm- und Orkanböen den Winter von dannen. Und das bedeutet für die nächste Woche deutliche Milderung. Temperaturen wieder von über plus 10 Grad stellenweise, und der Schnee schmilzt munter vor sich hin. Bis es aber soweit ist, Ihnen allen ein schönes Wochenende.